Kurz vor Weihnachten, hier sind die neuen DOZ News. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Eine Rotte Sauen hat in Hillerse in Niedersachsen Chaos angerichtet. Die in Panik geratenen Sauen wurden gesprengt und sorgten für Angst bei der Bevölkerung. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein, die gemeinsam mit einem Veterinär und Jägern ausrückte. Ein etwa 40 Kilo schwerer Frischling drang in ein Haus ein. Die Bewohner reagierten blitzschnell und sperrten die Sau im Wohnzimmer ein. Daraufhin verwüstete sie den Raum. Nur durch einen Schuss aus dem Narkosegewehr konnte die Sau ruhig gestellt und in den Wald gebracht werden. Ein beteiligter Jäger sagte der DOZ, erst nach etwa 5 Stunden habe sich die Situation beruhigt. Verletzt wurde niemand. Warum die Rotte den Ort heimsuchte, ist völlig unklar. Die Jäger in Hessen bekommen eine neue Jagdverordnung. Wie das Umweltministerium mitteilte, soll sie zum Anfang des Jahres in Kraft treten. Gegenüber des ersten Entwurfs wurden noch Änderungen vorgenommen. Allerdings wird es zahlreiche Veränderungen und Einschränkungen bei den Jagdzeiten geben. So wird beispielsweise der Fuchs Schonzeiten erhalten. Niederwild außer Rehwild soll künftig nur bei ausreichendem Besatz erlegt werden dürfen. Dieses Monitoring sollen Wildbiologen der Universität Gießen übernehmen. Die neuen Jagdzeiten treten zum 1. April 2016 in Kraft. Was sich für Hessens Jäger alles ändert, lesen Sie in der Februarausgabe der DOZ. Ein Dammwildgehege in Lauenstein in Sachsen ist zum wiederholten Male aufgebrochen worden. Wie die Sächsische Zeitung online meldet, wurde das Gatter des Wildparks gewaltsam geöffnet. Dadurch entkamen die 3 erst kürzlich eingezogenen Dammhirsche. Den Parkmitarbeitern gelang es allerdings, 2 Hirsche wieder einzufangen. Von dem 3. fehlt jede Spur. Bereits Anfang November hatten Unbekannte den Zaun gewaltsam geöffnet. Das entwischte Dammwild musste erlegt werden, weil es nicht mehr eingefangen werden konnte. Zahlreiche Bürger wünschten sich daraufhin neues Wild. Gegenüber SZ Online sagte der Parkleiter, dass das Freilassen den Tieren schade. Sie seien in Gefangenschaft geboren worden und aufgewachsen. Bei Diessen in Bayern zog ein Exhibitionist vor einer 27-jährigen Joggerin Plank. Doch der Verrückte hatte ein Problem. In der Nähe fand eine Drückjagd statt. Schon kurz nachdem die Polizei alarmiert wurde, kam der entscheidende Hinweis von einem Grünrock. Die Polizisten nahmen den Plankzieher daraufhin fest. Sie möchte da nicht mehr weg. Im Oktober hatte sich die junge Bache Banana einer Rinderherde bei Mörrel in Schleswig-Holstein angeschlossen. Jetzt sollte der Schwarzkittel in den Erlebniswald Trappenkamp umgesiedelt werden. Doch Banana möchte über Weihnachten bei ihren neuen Rinderfreunden bleiben. Ein Förster und Weidmann versuchte, die Sau einzufangen, doch zahlreiche Versuche scheiterten. Über 2 Stunden wehrte sich Banana gegen ihre Ergreifung. Dann wurde die Aktion abgebrochen. Wahrscheinlich denkt sie, sie sei eine Kuh, sagte der herbeigerufene Förster gegenüber der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung. In ein paar Tagen soll ein neuer Versuch unternommen werden, denn die Rinder müssen in den Stall. Und dann wäre Banana ohnehin wieder alleine. Auch wir lassen Sie jetzt wieder alleine, denn das waren die letzten richtigen DOZ-News für dieses Jahr. Nächste Woche erwartet Sie zu gewohnter Zeit eine ganz besondere Ausgabe. Mehr verrate ich aber nicht. Wir wünschen Ihnen jetzt frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben würden. Wenn Sie immer am Ball bleiben wollen und wissen wollen, wenn ein neues Video im DOZ-Kanal hochgeladen wird, dann können Sie hier unter mir den DOZ-Kanal abonnieren.